Vielleicht ist es am Beginn sinnvoll und notwendig, nochmals in Erinnerung zu rufen, dass wir vor einem Jahr als Regionalpolitik eigentlich auf europäischer Ebene nicht sehr gut dagestanden sind. Da gab es das berühmte nicht existierende Papier, das das Licht der Öffentlichkeit gefunden hat und wo eigentlich die Regionalpolitik sehr, sehr kritisch gesehen wurde hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und auch der zukünftigen Möglichkeiten des Einsatzes, insbesondere der Frage, ob alle Regionen von der Regionalpolitik erfasst sein sollen oder nicht, stand damals zur Disposition. Und ich denke, dass wir in diesen vergangenen Monaten einen sehr, sehr guten Weg zurückgelegt haben. Da möchte ich mich auch ganz ausdrücklich beim Ausschuss der Regionen mit seinen Stellungnahmen, mit der vielfältigen Lobbyingarbeit bedanken, die letztlich auch über die einzelnen Regionen, Verantwortlichen etc. Doch dazu geführt haben, wenn sie sich den Budgetary Midterm Review, den die Kommission vor einigen Wochen angenommen haben, hat und auch eben das, den aktuellen Kohäsionsbericht anschauen, dann sind die Schlussfolgerungen, insbesondere im Budgetary Midterm Review, so eindeutig, dass sie zeigen, die Regionalpolitik ist wieder ins Zentrum der europäischen Politik gerückt, auch hinsichtlich der Möglichkeiten, die wir mit der Regionalpolitik letztlich haben, unsere Politik im Wege konkreter Projekte eben umzusetzen und vor allen Dingen auch im Wege aller Regionen umzusetzen. Daher bin ich ganz bei Ihnen, Frau Präsidentin, es lastet einiges an Verantwortung auf uns, aber ehrlich gesagt, diese Verantwortung wollten wir haben. Also jetzt haben wir sie am Papier, jetzt müssen wir beweisen, dass wir sie auch entsprechend umsetzen können. Und deswegen, glaube ich, haben wir ein sehr ambitiöses Vorhaben vorgelegt, das sicherlich in den einen oder anderen Punkt noch Gegenstand zahlreicher Diskussionen sein wird, klarerweise. Aber wie gesagt, der Anspruch ist, und man darf nicht vergessen, wir sind auch dem europäischen Steuerzahler verpflichtet, der auf lokaler Ebene lebt, der in die Region eingebunden ist und der Staatsbürger der einzelnen Mitgliedstaaten ist und letztlich Europäer und Europäerin, dass wir hier mit dem Geld sorgsam umgehen, dass wir Ideen entwickeln, wie wir nachhaltig den berühmten europäischen Mehrwert erzielen können. Und da war und ist eben unser Ansatz, dass wir sagen, es gibt die Europa 2020-Strategie, die bekanntlich von allen Mitgliedstaaten einstimmig angenommen wurde, nach intensiven Diskussionen. Auch der Ausschuss der Regionen war hier intensiv involviert in diese Diskussionsprozesse. Und jetzt geht es in der Tat darum, wie kann diese Strategie zu Leben erweckt werden durch konkrete Projekte. Und die Regionalpolitik bietet sich an. Ziel ist es simpel, unsere Politik viel mehr ergebnisorientiert auszurichten, dass wir also von vornherein sagen, was sind unsere Prioritäten, was sind unsere Schwerpunkte. EU 2020 bietet quasi eine Art Menü an und es sollen dann die Regionen, die Mitgliedstaaten, je nachdem, wer hier in erster Linie Adressaten sind, in den meisten Fällen werden es die Regionen sein, sozusagen aus den Prioritäten auswählen, ihre Schwerpunkte festlegen. Das ist ganz wichtig, dass die Regionen eben die Souveränität behalten aus ihren, vor dem Hintergrund ihrer Bedürfnisse, Anforderungen, aber unter dem gemeinsamen Dach der Europa 2020-Strategie die Prioritäten zu wählen. Und da und dort, sage ich ganz offen, wird es notwendig sein, und da soll man nicht zu viel hineingeheimnissen, dass wir eben auch bestimmte Konditionen, Bedingungen gemeinsam festlegen, die erfüllt werden müssen, um entsprechende Projekte umzusetzen. Aus meiner Warte geht es hier ausschließlich um Konditionen, die an unsere Politik geknüpft sind. Also ich spreche nicht von makroökonomischen Strukturen. Ich weiß, es gibt andere, die das durchaus im Fokus haben und daher wird man hier auch diskutieren müssen. Die schon angesprochene Performance Reserve ist eine Idee,
dass ein kleiner Prozentsatz des Gesamtbudgets einbehalten wird und dann allerdings jenen Regionen wieder zur Verfügung gestellt werden, die offenkundig innerhalb eines Midterm-Reviews über den Zielsetzungen im Hinblick auf die Endergebnisse liegen. Also wenn wir uns anschauen, bleibt noch einmal bei dem Beispiel nachhaltige, also erneuerbare Energie von 20% auf 50% und wir merken, dass eine Region schon zum Beispiel nach 3,5 Jahren bei, sagen wir, 35-40% ist, dann soll das auch insofern sozusagen gelobt und gewürdigt werden, indem also hier zusätzliches Geld für weitere Aktivitäten zur Verfügung gestellt werden und hier eine Art von Honorierung stattfindet.